So, hallo, da bin ich wieder. Ich hatte gestern schon mal angekündigt, die Esskastanien zuzubereiten. Ja, und das will ich jetzt mal versuchen. Mal sehen, ob ich das einigermaßen rüberbringen kann. Also, was brauchen wir dazu? Wasser, ein Gefäß zum Kochen, die Maronis, ist klar, oder Esskastanien noch genannt. Ein Pfännchen und heute, weil ich im Wald bin und es ist ziemlich nass hier, unser Notkoffer 71. Koffer, ein Quatsch, Kocher. Notkocher 71. Will ich mal schauen, ob ich das hinkriege. Also, ich bereite ein bisschen was vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt müssen wir die Maronis oder Esskastanien mal schön einschneiden, ja, und zwar einmal so ein Kreuz, und dann ab ins Wasser damit. Also ich koche die immer vor, weil das einfach dann ein bisschen schneller geht zum Rösten, ne? Also jeweils hier so ein Kreuz reinschneiden. Und dann ab damit ins Wasser. So, wie man sieht, da tut sich schon was, ja. Das sieht jetzt so ein bisschen. Ich denke, das reicht jetzt. Und jetzt nehmen wir die raus und dann werden wir die rösten. Ne? Dazu nehmen wir hier das Pfännchen und dann geht's weiter. So, jetzt, man sieht, die sind schon ein bisschen auf. Jetzt noch ein bisschen mehr auf. Jetzt werden sie schön geröstet hier in der Pfanne. Und dann werden wir uns die schmecken lassen, nicht wahr? So, zwischenzeitlich war noch ein Kaffee gekocht. Sehr lecker. Was unsere die rösten vor sich hin, nicht wahr? Hier ein bisschen zugedeckt. Ja. So, wie ihr sehen könnt, herrlich aufgegangen. Wollen wir gleich mal eine probieren? Ja. Komm hier schön. Hoppala. Haut entfernen. Herrlich. Herrlich. Käffchen dazu. Gibt's was Besseres? Wichtig ist, dass man die Haut auch schön mit abmacht, diese Fusselhaut. Ah, dampfend. Hervorragend. Also, macht das nach. Das ist wirklich lecker. Selbst gesammelt. Entschuldigung, selbst gekocht.
Aquarium. Und das alles in der Natur. Ja. Gibt es was Besseres? Ich glaube, es gibt nichts Besseres. Also, geht raus, nutzt das schöne Wetter. Sucht Esskastanien und bereitet sie gleich zu. Es gibt nichts Schöneres. Also, bis dahin, man sieht sich. Ciao.